Ja, hallo Freunde, heute nur wirklich ganz kurz gezeigt, wie ihr den Netzwerktyp ändern könnt. Und zwar unter Windows 7 das Ganze, ja. Das geht recht schnell und einfach, ja, anhand weniger Klicks. Genau, wir haben jetzt hier eine Windows 7 Maschine, ja. Und hier unten rechts in der Ecke auf das Netzwerksymbol. Wenn wir einfach einmal hier draufklicken, ja, dann haben wir jetzt hier die, ja, Netzwerk- und Freigabezentrum öffnen. Einfach draufklicken, dann öffnet sich hier dieses, ja, das Fenster hier mit dem Netzwerk- und Freigabezentrum halt. Und hier unter aktive Netzwerke anzeigen, ja, hier sehen wir schon, das ist jetzt Netzwerk, ja. Und zwar, das ist jetzt hier bei mir beispielsweise Arbeitsplatznetzwerk. Wir können hier einfach draufklicken, ja, und schon poppt das Fenster hier auf und hier haben wir die Möglichkeit, dies einfach zu ändern. Ja, wir können hier öffentliche Netzwerk auswählen einfach und mit, ja, bestätigen und schon ändert sich das oder Heimnetzwerk halt. Ja, wer sich da nicht sicher ist, was er genau braucht, ja, da kann sich hier, gibt es nochmal eine Entscheidungshilfe. Wenn man hier draufklickt, dann haben wir hier nochmal, ja, eine kurze Erklärung halt. Ja, das geht einfach um die, ja, Regeln, die Firewall, in die Windows Firewall, die werden dann so ein bisschen angepasst halt. Genau, wenn man beim ersten Mal jetzt hier diese Heimnetz aktiviert, dann bekommt man dann nochmal so ein Passwort, ja, für das Heimnetzwerk. Beziehungsweise hier hat man nochmal hier ein paar Einstellungen anzeigen oder ändern. Hier kann man zum Beispiel nochmal Häkchen setzen, was man alles ja, teilen will sozusagen und was nicht. Genau, wenn wir das Passwort vergessen haben, dann können wir das also entweder hierüber ändern, ja, Kennwort ändern, oder wir können uns das direkt hier anzeigen lassen. Ja, das ist das hier zum Beispiel. Genau, über ja, hier Kennwort für die Heimnetzgruppe anzeigen oder drucken. Hier haben wir noch ein paar erweiterte Einstellungen und so weiter. Genau, ja, wie ihr seht, geht das doch recht einfach und schnell. Das war es auch schon alles. Ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen damit weiterhelfen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.